Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Lara ist auf der Suche nach ihren beiden Freunden, Miguel und Jonah. Ja, Miguel haben wir über Walkie Talkie letztes Mal schon erreicht. Und ja, am Ende der letzten Folge haben wir das hier vorgefunden, eine Blutspur. Das verheißt nichts Gutes. Überhaupt nicht. Mal gucken, ob wir den Guten noch lebendig antreffen. Ich würde mal fast behaupten, negativ. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Okay, Lara, ich würde mir Sorgen jetzt machen. Okay, jetzt sind wir hier. Hey, da ist ein Herausforderungsgrab, was ich übersehen habe. Oh. Aber da ist ja ein Lager und ich bin, glaube ich, der Überzeugung, sobald wir ein zweites Lager finden, ja, dass wir uns porten können. Ja, und dann kann ich das nachholen. Miguel! Ist gut, dass es jetzt auf der Karte angezeigt wird, weil ich hab's schlicht nicht entdeckt. Okay. Das sieht schon mal nicht gut aus hier. Ist das Miguel? Böse, böse Miezekatze. Komm, du hast gerade gefressen, du hast keinen Hunger mehr. Es sind zwei. Heilige Scheiße. Ja, das trifft es richtig. Okay, es sind Jaguare. Kann sein, dass ich mich jetzt blamiere, aber sind Jaguare nicht Einzelgänger? Wo sind die Scheißviecher? Hier muss ich vorsichtig sein. Greifen mich doch hundertprozentig gleich an. Okay, sie scheinen mich in Ruhe zu lassen. Man hört nur unvollheile Geräusche. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, das ist es. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Ah, daneben. Scheiße. Wo sind sie? Da. Es funktioniert. Okay. Gut ausgewichen. Oh, fuck. Wie viele können die eigentlich einstecken? Der ist doch jetzt schon mit 5 oder 6 Stück gelöchert. Ah! Da ist er.
Ey! Lass mich in Ruhe, Mann. Okay. Wie viel können die aushalten? Ich habe keine Pfeile mehr. Ah! Scheiße! Okay, er schläft. Aber das waren zwei. Puh, nochmal Glück gehabt. auch wenn ich keine Ahnung habe, warum er mich in Ruhe lässt. Hat das vielleicht damit was zu tun, dass wir irgendwie den Geruch des anderen angenommen haben, weil wir denen relativ nah waren? Keine Ahnung. Naja, wir sammeln erstmal hier reichlich Zeug ein. Achso, ich soll mich heilen. Okay, habe ich gerade gemacht. Und dann kann unsere Reise weitergehen. Ja, Miguel brauchen wir ja nicht mehr finden. Das Thema hat sich erledigt. Dann bleibt hier nur noch Jonah. Der ist hoffentlich noch kein Katzenfutter. Ah, Jonah kann sich hoffentlich verteidigen. So, da geht's raus. Ist hier noch irgendwie was? Nee, ne? Gut. Oh, da ist das andere Flugzeugwrack. Jonah! Okay, wie... Hm, was war da? Ein paar Bären. Wie komme ich da hin? Hier auf jeden Fall nicht. Über den Baum hier wahrscheinlich. Ah, da kann man drauf. Okay. Aber man kann hier auch noch einen kleinen Abstecher machen. Was haben wir da? Jacks Tagebuch 3. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je. Aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Das war auf jeden Fall ein Tagebuchbericht, bevor sie von den Jaguars gefressen wurden. Okay, da kann ich drauf. Ja, dafür fehlt mir eine Ausrüstung, und zwar die Kletteraxt. Ah, das... Für... Komme ich dann auf diese Inseln da wahrscheinlich? Okay, das muss ich mir merken.
Ja, ein bisschen Backtracking. Man kennt es. Es ist nichts mega Schlimmes, aber geil findet man es auch nicht, oder? Da oben ist irgendwas. Da komme ich nicht hin. Oder kann ich da irgendwie draufspringen? Nee. Das ist der Bereich, der mit der Kletterachs zu tun hat. Krypta. Wofür ich auch die Kletterachs brauche. Okay. Hier haben wir einige Bereiche, die also nicht zugänglich sind. Schade. So, was haben wir hier? Nächster Bereich, wofür ich die Kletterachs brauche? Ah ne, da kommt man zum Flugzeugpark hin. Jedenfalls glaube ich das. Ja, sieht gut aus. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Das werden wir herausfinden. Teil ist auf jeden Fall noch ungefähr in ein Stück. Kletterachs! Wenigstens etwas. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Katzenfutter. Ich hab's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Alter! Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. So, da ich jetzt Kletteraxt habe, müssten die beiden Orte wieder verfügbar sein da, wo ich eben nicht weiterkam. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Ja, was willst du sagen? Als ihn die Leoparden, Leoparden sei ich schon, als sie ihn die Jaguar gefressen haben?
Da haben wir noch was. Ich glaube, ich muss auftauchen, ne? Das soll, glaube ich, das Licht bedeuten. Dass der Sauerstoff langsam knapp wird. Okay. Durch Kletterachs müsste ich mich in der Wand festhangeln können. Jawohl. Kommen wir nämlich nach hier oben hin. Okay. Ah, dann kann ich das auch machen, was ich in der ersten Krypta nicht machen konnte. Gotterz. Verkauft die Gotterz an Händler. Okay. Okay. Das hat mich etwas überrascht. Aber das kriege ich hin. Gut, dass ich schon gesehen habe, dass es da oben wahrscheinlich ein Überlebensversteck gibt. Das möchte ich gerne haben. Mal gucken, wie viel Versuche ich brauchen werde. Als ob. Next try. Aber wenn es mir jetzt auf Anhieb nicht gelingen sollte, dann werde ich cutten. Ein Versuch gebe ich mir noch, bevor ich cutte. So, geht doch. So, was gab's da? Bisschen Material, okay. Dann auf. Durch die Tür hier. Eine Grabmarkierung. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Ja, was denn? Vorsicht vor den Fallen. Okay, das kriegt ihr wahrscheinlich nicht mit, aber der Controller vibriert, wenn man diesen versteckten Hinweis findet. Das ist eine coole Neuerung im Vergleich zu Rise of the Tomb Raider. Weil da konnte man sich tot suchen und es ist nichts passiert. Das haben sie gut gemacht. So, bin ich jetzt hier? In einer Krypta, okay. Ah ne, ich bin wieder rausgegangen. Ich bin so ein Idiot manchmal. In der ersten Krypta gab es Stiefel. Mal gucken, was es hier gibt. Hier war seit Jahren keiner mehr. Ein Fähigkeitspunkt. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Möge Rimac die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Okay, machen wir mal auf hier den ganzen Humbug, dass wir hier rein können. Okay, hier ist wieder so ein Tor, was ich wahrscheinlich öffnen kann. Ah, das wird der Rückweg sein, okay. Okay, da wären die Beine abgewesen, wahrscheinlich. Okay, das ist der Rückweg, alles klar. Ein deformierter Menschenschädel. Der Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird.
Zum Glück habe ich schon gegessen, ansonsten hätte ich jetzt keinen Appetit mehr. Okay, ich kann ältere Sprache besser lesen. Solche Monolithen habe ich noch nicht gefunden. Die gab es aber schon in Rise of the Tomb Raider. Und das hier der Rückweg oder was? Aber hier geht es auch weiter. Gehen wir erstmal weiter ins Innere. Ich dachte, das wäre einfach. Also kann ich doch einfach hochklettern, oder? Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe da schon nur so ein Brett gesehen, wo ich hochspringen kann. Da kann ich auch hochspringen. Ja, jetzt kann ich hier einfach hochklettern. Okay. 9 Ort entdeckt. Wahrscheinlich den Sarkophag. Nach rechts oder? Ja, genau, nach rechts. Es geht immer noch weiter nach oben. Ich komme an den Sarkophag auf jeden Fall noch nicht dran. Wahrscheinlich fährt er nochmal nach oben. Oder ich muss... Oder ich muss von oben runterspringen. Auf jeden Fall sollte ich nicht in die Falle reinlatschen. Und ich dachte, das wäre einfach. Tja, falsch gedacht. Das Gute an diesen Fallen ist, ja, fällst du zwar das erste Mal rein, aber danach nicht mehr. Scheiße! Jedenfalls, wenn die Rückseitspunkte so kurz sind. Wären die etwas weiter auseinander, dann würde bei mir Gefahr bestehen, dass ich manche Fallen vergesse auf dem Weg dahin. Und ich würde mich aufregen danach, dass ich schon wieder reingetappt bin. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Naja, gibt's Schlimmeres, ne? Jetzt mit der Kletterachse ja kein Problem mehr. So, das ist, glaube ich, der Punkt, den wir eben gesehen haben. Da komme ich nicht hoch, da ist irgendwas im Weg. Ah, da kann man hin, ne? Ja. Und nach oben. Da kann ich durch. Wahrscheinlich Rückweg, nachdem ich den Sarkophag geöffnet habe. Aber man kann auch da lang. So, was gibt's hier? Überreste, Abendsternumhang. Ja. Müssen wir ein Lager wiederfinden und dann können wir uns das angucken. Falls ich genug Materialien habe. So, was haben wir hier? Lösegeld für einen König. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus »Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru« von Ocho Archivis. So, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Und sonst ist das hier eine Sackgasse, ne? Okay, dann muss ich zurück. Alles klar.
Dann können wir damit rund... Ah, scheiße! Ich muss springen! Ja, diese scheiß weiße Kreide war da. Man hätte es wissen können. So, jetzt ist die Frage. Bleibt das eingesammelt? Ja. Ah, jetzt bin ich schon durchgegangen. Der Rücksetzpunkt könnte ja auch... Nee. Der Rücksetzpunkt war, nachdem ich wieder rausgegangen bin. Okay. Finde ich sehr gut. Also, das Spiel hat ausgezeichnete Rücksetzpunkte. Da taucht dann wenig Frust auf, wenn man irgendwie dumm stirbt. Finde ich cool. So, man muss das Ding greifen, ansonsten fliegt man runter. Ja, die weiße Kreide macht das mehr als deutlich. Es war dumm. Ich brauche hier gar keine Ausreden suchen. Es war einfach schlicht dumm. So, und hier kommen ich wir jetzt denke, auf der raus. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Hier kommen wir jetzt wieder raus. Okay, die Krypta, wir haben jetzt die zweite Krypta ja gemacht. Also, es sieht wohl so aus, als ob man hier Ausrüstung immer findet. Und ja, die kann manchmal uns Spielvorteile bringen. Sobald ich mal eine herstellen kann, können wir uns das ansehen. Okay, dann gehen wir gerade noch zum Flugzeug zurück. Wieder. Hier rechts war auch noch irgendwie ein Weg. Ah, da bin ich ja eben runtergesprungen und hab was mir angeguckt, ne? Ja. Das habe ich mir, glaube ich, angeguckt. Ich habe leider noch nichts gefunden, was mir Gegenstände auf der Karte offenbart. Aber ich denke, ja, dass wir erstmal alles haben. So, Jerome wartet hier, glaube ich, ja auf uns, dass wir weitergehen können. So. Ja, war hier kein Lagerfeuer? Da. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. So, wir nehmen das mal. Was ist das? Schaltet das nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Okay. Was ist das? Das ist auch nicht schlecht. Aber das braucht zwei Fähigkeiten. Dann nehmen wir das mit dem Bogen lieber erst. So. Ich habe gerade gesehen, Schnellreise ist nicht verfügbar. Das heißt, ja, wir müssen das Grab erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Das mache ich, sobald ich Schnellreise verfügbar habe. Irgendwann wird das ja der Fall sein. Und ja, ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.